Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und das Lager ist endlich wieder an der richtigen Stelle. Es wird zuerst mal der Hund gestreichelt hier. Und dann gucken wir mal, was heute am Sonntag so anliegt. Wer will nicht? So, jetzt aber. So. Was machen wir heute? Okay. Gewürztes Schweinefleisch gekocht, das kriege ich wohin. Hüte von den. Oh. Streifenhörnchen gesammelt. Ja gut, Tiere heute, 20 Stück. Trupps beigetreten. Ja, das wird nichts. So, gesuchte Person geplündert von New Austin und Kopf getackt mit einem Truppmitglied. Wird auch nichts. 200 Tacken verdient, 20 Spenden an den Kollegen und an örtlichen Käufer verkauft. Sammlerstücke verkauft. 6 Stück Finn und Tarotkarten Finn. Ja dann. Schwarzbrenner-Mission, Story-Mission und an allen serviert wird ja auch nichts. Tiere wecken, was im Wildnislager kochen und Pheromon, ja dann. Ja, schönes Wetter hier. Dann würde ich, nee, nicht würde, ich sage, wir kochen erstmal was Gescheites. Und fahren dann mal die erste Ladung weg. All right, my friend, time to make some money. Here's Ah, Geld machen ist immer gut. sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a miracle I've got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for Also ich habe gestern dann noch ja, alle Herausforderungen erledigt. Da gab es dann nochmal richtig Geld und Gold. Und jetzt bringen wir den Spaß erstmal weg bei dem schlechten Wetter. Knarre haben wir auch. Alles klar, kann losgehen. Dann haben wir ja noch ein Sammlerstück von gestern offen. Das erledigen wir dann vielleicht auch gleich. Dann wissen wir direkt, wo die Madame ist. Und Streifenhörnchen, da muss man Glück haben. Aber in dieser Gegend gibt es die ja. Und wie schon mal angesprochen, ob wir jetzt die neuen Rollenherausforderungen schaffen oder einfach nur ein bisschen Gold sammeln. Es spielt ja keine Rolle. Hier so zum Start erstmal eine Runde Wagen fahren. Ist ja auch nicht schlecht. Wie spät ist das denn? Oh, mitten in der Nacht. Wie gut, dass das nicht so weit weg ist hier. Ballerei schon los. Wir kürzen direkt ab, falls der Zug erscheint. Da ist die erste Tarotkarte schon zu sehen. So, den hat's zerlegt. Jetzt könnte man hier versuchen, Hüte runterzuziehen, aber ganz ehrlich. Dafür müssten die erstmal Hüte aufhaben, ne?
Meine Güte, was sind das denn hier? Ja, ist das doch schon mal erledigt. Es gibt ja schon 0,25. Ah, auch nicht schlecht hier. Dass die ein bisschen was dabei haben. Dann ist das mit den Sammlerstücken auch schnell erledigt. Sehr schön. Diesmal bleiben die auch alle liegen hier. Nicht wie gestern, wo die immer schneller weg waren, als ich plündern konnte. So muss man es ja sagen. Ja, tipptopp. Ich glaube, hier hatten wir alle, ne? Da leuchtet keiner mehr. Ne, da hat er sie erledigt. Dann holen wir uns die Tarotkarte. Und checken mal eben. Wo ist das nächste Sammlerstück? Oh, das ist doch gut hier. So, das war gewürztes Schweinefleisch, ne? Ja, gewürztes Schweinefleisch gekocht. Und 7 Dinge hergestellt, ne? Das mal direkt hier versuchen. Schweinefleisch, da ist es. Nehmen wir mal mit Ackerminzer, ne? Die finden wir ja hier in der Gegend auch zur Genüge. Und schon einmal reicht das nächste Gold im Sack, wie man so schön sagt. Dann gönnen wir ihm auch mal einen Kaffee. Ich habe nämlich auch einen hier dabei. Hilft beim Wachwerden. Dann machen wir ein bisschen Großwildfleisch mit Ackerminze. Geht ja fix. Ja, komm. Verfolgungsmunition können wir auch mal machen. Die 7 Dinge ja auch schon zusammen hier. Und schon kann's losgehen. Für eine Handvoll Dollar. Ja, für 5 Öcken geht's dahin. So, auch mal kurz am Kaffee nippen. Oh, hier sollten wir verschwinden. Ich sollte doch Tiere wecken, ne? So. Einfach für irgendwas Kleines hier. Oh, Produktion angehalten. Ja, dann.
ist das Pflänzchen? So, kann man sagen, das kann nicht weit kommen hier. Das Pflänzchen muss ja hier auch irgendwo stehen. Aber hier brauchen wir nicht. Da ist es doch schon. Und schon sollten wir wissen, wo die Madame ist. Mensch, direkt bei uns in der Ecke. Das ist ja noch besser. Dann düsen wir gleich mal zurück ins Lager. Bestellen die Vorräte und checken da dann eben. Was haben wir hier? So, können wir da auch schon mal das nächste wecken hier. Dann geht's direkt zurück nach Hause. Wir checken dann die üblichen Sammlerstellen. Dann kann der Kompagnon schon mal weiterarbeiten. Müssen wir irgendwie... Versorgungsmission war doch heute nicht, oder? Nee, nee, 20 Spenden und das hier. Ja, ja. Sag mal, mit dem los hier. Look out, we're in business. Well, if you insist. Ja, klar. Sonst soll ich nicht wieder umschlagen. So, oh. Dann könnte man ein bisschen die Knarren pflegen, glaube ich. Ja, die haben es alle nötig. Dann können wir auch eben ein bisschen Munition abholen. Oh, ich glaube, ihm ist kalt. Hm? Jo, 2 Grad. Ja, dann... hier keine Krähen. Was und so. So, können wir schon mal ein bisschen was einsammeln. Ah? Was ist das denn hingefallen hier? Hört. So, was für die Tasche. Sich nur um Stunden handeln hier. Den können wir rupfen.
Da sitzt so eng ein Taschenhörnchen, oder? Da. Mensch, jetzt so ein Streifenhörnchen. Ich meine, die laufen hier schon mal vor der Hütte rum. Also hier so. Aber das hier ist eine Bisamratte. Da hört man schon die Musik der Madame im Hintergrund. Wer hatte vorhin genagelt hier? Ach, die nächste Ratte. Ja, die können wir auch noch halten hier. Da habe ich mich gerade etwas am Kaffee verschluckt hier. Nee, Gänse brauchen wir nicht. Wir brauchen Streifenhörnchen und Taokan. Aber ist hier heute auch nichts? Das gibt's doch nicht. Also wirklich, oh, puh. So am Kaffee verschlucken, das ist nicht schön. Also das, egal woran, glaube ich, es ist nicht schön. Aber Tarotkarten liegen doch eigentlich überall rum, da muss ich doch keine Karte für öffnen, oder? Auch nichts drin. Das gibt's doch nicht. Denn bei Sammler so. Okay, wir können mal eben was an die Madame verschnacken hier. Die Augen offen halten. Nach irgendwelchen Hörnchen. Aber erstmal hinterherpflastern. Wir sollen ja eh 20 Tiere häuten und 20 Spenden abgeben, also. Heute gibt's genug zu tun. Ja komm, pack's da drauf, Mensch. Das quält sich noch. Das muss ja nicht sein, oder? Ja, gut, das Häuten, das dauert halt ein bisschen, ne? So, verkaufen. Wovon haben wir denn? Obwohl, so richtig viel zu viel haben wir gar nicht, ne? So. Wollen wir mal eins raushauen. Mundane, but I will take it. Charming, but commonplace. Irgendwo von viel zu viel? Nö.
but it's worth selling these as a set, you know. Ja, ja, haben wir das schon mal erledigt. Kaufen direkt die Karte nach. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. Oh, you held on to that one, huh? I understand. Dann können wir ja eben hier die üblichen Stellen checken und da mal eben. Sag mal, treffe ich heute gar nichts. Ja, das ist heute echt eine Fleißaufgabe, ne? Aber nun gut. Auch das muss erledigt werden. Schon 20 Minuten dabei und gefühlt nichts geschafft, ne? Hier tickt auch nichts, das gibt's ja nicht. Was können wir dann sonst noch so erledigen hier? Ja, wie gesagt, die Streifenhörnchen, das wird alles schwierig. Das ist ja eine Glückssache. 3 Personen geplündert, ja gut. Ich denke, das hier kriegt man hin. Ja, das auch. Das wird nix. Und Naturkundler, ja gut, auch da muss man halt Glück haben. Selbst hier ist heute nichts, das gibt's doch nicht. Auch hier nicht. Oh, kleine Vögel satt. Enten satt. Hier oben bei den Watsons, wenn dieses die Karte liegt. Nee, auch hier liegt keine Karte, das gibt's doch nicht. Wirklich äußerst merkwürdig, oder? Keine Hühner, keine Hähne. Also. Sehr, sehr merkwürdig, finde ich. Ja, dann reisen wir doch mal zur Emerald Ranch und schauen mal, ob da was rumliegt. Also ich werde ja wohl 3 Tarotkarten finden, ohne dass ich hier eine Karte benutzen muss. Auch hier vibriert nichts, das gibt's doch nicht. Nö. Keine Pulle, kein gar nichts. Ah, da oben ist eine.
hört man schon. Und wegen der auf Kopfgeldjagden habe ich ja bekanntlich keine Lust. Ach komm. Mal, nehmen wir die Abkürzung, oder? Since you were through here, go on, have yourself a quick nosy. Und verkaufen wir ein bisschen was hier. Oh yes, people lose these all the time. Stay around. So, jetzt noch eine Karte, dann haben wir's. Ich hatte ja gehofft, dass hier der legendäre Bison ist. Schade, schade. Da liegt ja manchmal auch eine Karte. Ah, da haben wir hier noch was zum Ausbuddeln. Also wenigstens die Sammlergeschichten alle erledigen, oder? Dann reisen wir gleich einfach in die heiße Ecke. Da gibt es bestimmt noch eine Karte, wenn wir jetzt nicht hier noch eine finden. Den Schmuck mit. Nein, nicht die Kommode öffnen. Schmuck mitnehmen. Aber es ist echt Wahnsinn, ne? Hier liegt nichts rum. Dann halt noch ein Bourbon. So, hier noch ein paar Hasen oder so. Irgendwas, was schnell zu halten ist. Traurig, traurig hier. Ja, aber ich denke, da geht's trotzdem an die heiße Ecke. Da liegen bestimmt ein paar Sammlerstücke rum und dann auch hoffentlich noch eine Tarotkarte. Da hinten ist eine Straßensperre, die könnte man natürlich auch noch abräumen. Kann man aber auch lassen. Ja. Drei. Vögelchen für die Tasche. Da sage ich nie nein. Denn die Nummer hier, 20 Tierkadaver in 10 Minuten, ist dann immer schnell erledigt. Sumpfige Ecke. Boah, wieder $5. Boah, bei den Reisekosten hier, da kann man auch nichts verdienen.
ist auf jeden Fall ein Pflänzchen. Wenn ich nachher doch noch eine Landkarte öffnen muss für eine Tau-Karte, dann ist es auch egal. Aber die werden wir nicht abarbeiten. Mal so rüber gucken, da gibt es auch schon mal ein Vogelei. Hier in der Hütte liegt auch schon mal eine Karte. Ja, sieht gut aus. Da liegt die meist hier in der Ecke. Da ist sie. So, 6 Gegenstände gefunden. Oder 6 Sammlerstücke gefunden. Und 3 Tarotkarten. Ist das auch erledigt. Da hinten ist auch noch was zum Ausbuddeln. Was haben wir da? Ein Alligator. Ich hätte aber lieber die Bisamratte hier schon mal gehäutet. Vogelei ist hier auch noch. Jetzt haben wir hier aber reichlich zu tun. Ja, da können wir richtig einsammeln hier. Ein paar Taschenkröten. Und gleich hier die ganzen Alligatoren. Was machen wir dann sonst noch? Ja, also wenn man dann eben hier die 3, ne, Flüchtigen plündert, das ist heute wirklich machbar. Pheromonnummer, der Schwarzbrenner auf gar keinen Fall. Der Sammler ist durch. Den Händler, da erledigen wir nachher auch noch was. So, jo, da ist ja noch die wöchentliche Geschichte. Da müsste man, ich glaube, diesen einen fossilen Zahn finden. Aber so wichtig finde ich das auch nicht. Ne? Also ich finde die Gegend hier auch wirklich gar nicht schön. Dann buddeln wir das da mal eben aus. Manchmal liegt ja hier auch noch eine Tarotkarte. Dann ist auch noch was zum Ausbuddeln. Das lohnt ja hier heute. Da
kann sich wie immer nur um Stunden handeln hier, ne? Wie lange spielen wir schon wieder? Boah, 35 Minuten. Also wie gesagt, wem es wichtig ist, die neuen Rollenherausforderungen zu erledigen, eben die Kopfgeldjagden annehmen, die drei Leute plündern, ist das hier auch fertig. Ihr habt jetzt gesehen, wo man Tarotkarten findet. Ist hier noch irgendwas heute? Oh, 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 oh. Gut, dass das kein echtes Pferd ist, sondern nur ein virtuelles. Ich habe das Gefühl... Achso, das, was ich hier höre, ist immer noch das, was ich da gerade ausgebuddelt habe, oder was? Ja, ja, das ist das. Na, das knuspert doch hier so. Das nervt, finde ich, ne, wenn das nie aufhört. So, Oleander-Salbei können wir auch noch mitnehmen hier. Und dann geht's ab nach Hause. Ihr hört das auch, ne? Das ist das, was ich da ausgebuddelt habe. Ich finde, das nervt. Das muss aufhören. Eben hier. Dann nehmen wir aber nicht die Haut mit. Obwohl, die ist gut, ne? Ja, die können wir erstmal aufladen. Dann lassen wir die halt hier. Ja, die ist auch nur schlecht. Meine Güte. Dann mal ab nach Hause. Dann spenden wir mal eine Runde. We're well stocked for the time being. I'll take whatever I can get. Guess beggars can't be choosers. Very nice. Dann erstmal alles weg hier, ne? So, was haben wir hier? Löwenfeder, das brauchen wir noch. Hühnerfeder. Ah, wer weiß. Das kann weg. Rabenfedern. Yeah, anything's better than nothing. Aber ist das dann auch schon erledigt hier? I suppose this will do. Ja, jede Menge, was wir nicht brauchen. So, 20 Spenden an Grips. Auch erledigt. Dann gucken wir mal. Ja, 4 Tiere noch heute. Wie gesagt, hier gesuchte Person geplündert 3-mal. Ja, wenn man das annimmt, hier eben 2 Leute, die dann schon mal plündert, dann ist man fast durch damit. Denn es fehlen ja nur noch 2 Aufgaben. Ja, Naturkundler ist halt eine Glückssache. Schwarzbrenner ist heute null Bock. Ja, also wirklich null Bock drauf. Händler ist... Muss man einfach... Wir könnten jetzt schon was wegbringen, weil die Menge spielt ja keine Rolle. Aber ich finde, das ergibt gar keinen Sinn. So, ja, dann... Machen wir Schluss für heute, oder? Das war die entspannte Runde am Sonntag. Ich danke für euren Besuch.
wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.